So, herzlich willkommen zurück. Genau. Wir waren gerade dabei, verzweifelt das Singen zu bauen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Eine Idee ist, dass das Ding ganz spezielle Erde braucht. Und um diese Erde zu machen, brauchen wir diese Blätter hier. Diese Grashalme. Weil ich habe ja auf meinen Servern selbst eine Mod geschrieben. Oder war das die, die ich geschrieben hatte? Oder war das eine Mod, die es bereits gab? Auf jeden Fall ist hier halt eine Mod drauf. Mit der kann man sämtliche Bodenarten manuell erzeugen. Ja. Oh, Gänseblümchen. Und dann machen wir mal kurz ein bisschen Tropenerde. Was mache ich denn jetzt hier gerade? So, wir brauchen das und wir brauchen das. Kriegt man immer nur einmal Erde raus, ne? Das ist natürlich scheiße. Gut, reicht aber. Reicht vollkommen aus. Dann machen wir das mal. Ja, ich gehe mal hier auf Nummer sicher, damit hier auch wirklich das Richtige wächst. Sobald hier eins von diesen drei grün wird, muss ich es wieder abbauen, damit das hier auch wirklich das wird und nicht grün wird. Ich glaube, wir sind echt schneller, wenn wir einfach noch mal kurz Gras abbauen. Ging das nicht schneller? Dauert ja gerade ewig. Ach komm, fuck off, nee, dauert mir zu lange. Dann wollte ich lieber noch zweimal kurz Gras ab. Ich glaube, man ist etwas schneller. Gänseblümchen. Oh, nimm, nimm, nimm. Und bevor einer fragt, nein, ich werde es nicht so ändern, dass wenn man hier grüne Erde abbaut, man auch grüne Erde ins Inventar bekommt. Weil das wiederum ist Schwachsinn. Also, man soll zwar in der Lage sein, auch Graserde zu erzeugen, aber nicht standardmäßig, weil das ist dann dumm. So, jetzt haben wir die perfekte Erde. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, ja, dann war's das. Baumiel. Gib mal das Stack. Nein, erst den. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin so aufgeregt. Keine Chance. Keine Chance. Kannst du machen, was du willst. Weil das Witzige ist, wenn du mit dem letzten Stück, was du in der Hand hast, draufklickst. Okay, jetzt nicht. Ah, genau. Also, wenn er dabei nicht hängt, dann baut er das Ding gleichzeitig mit ab. Weil er quasi, in dem Moment, wo du halt das letzte Stück aufnimmst, er hat das Ding verwendet, damit deine Hand frei ist und er immer noch denkt, dass du quasi halt, ne, immer noch im Klick-Modus ist. Und damit, weil du halt mit der freien Hand dann in dem Moment klicken würdest, er das Ding einfach abbaut. Es ist ein bisschen dumm. Ja, ist ein bisschen sehr dumm. Da musst du also echt drauf hoffen, dass der Server in dem Moment gerade hängt, dass er das Ding nicht abbaut. Tja, ich hab, ich, also jetzt habe ich keine Ideen mehr. Was? Nö. Nee, I don't get it. Aber es gibt ja,
es gibt ja da wunderschön meintest, Vicky. Schauen wir mal, ob hier darüber was. Ich hab dieses Wiki, by the way, mal schon eine Ewigkeit nicht mehr besucht. Da ist ja Schlimmes, das ja. Blöcke. Beziehungsweise nein, wir könnten die eigentlich direkt bei. Blöcke. Baum, Baum. Baum. Warte mal kurz, gibt's hier genau. Setzling, Strauß, Akazien, Kiefern, Tropensetzling. Es gibt ja noch nicht den Eintrag für Mammut. Ach doch! Setzling in einer Gruppe von Blöcken soll heranwachsen. Wenn Enten und Blätter nicht so viel. Ach so, ist das allgemein für Saplings, oh Gott. Setzlinge werden vorausgesetzt, sie bekommen Sonnenlicht und werden auf eine Art Erde mit einem anderen Block, die diese Unterstützung einer Weile zu Bäumen heranwachsen. Die geht direkt in das Saplings von Baum und inzwischen ist eine Wachstumsstufe. Einzelne wachsen Setzlinge auch nur auf den folgenden Blöcken. Erde mit Gras, Fußabdruck, Tropen, Laub, Ackerboden, feuchter Ackerboden. Ah, okay, dann können wir das mal probieren. Wüstensand mit Ausrufezeichen, okay. Tropen, Setzling, Dschungel, Trop, wächst, Dalili, wächst zu erhalten von Setzlingen, Küsten, andere Setzlinge. Bäume, die aus anderen Setzlingen gewachsen sind, werden meistens dieselben sein. Ich habe irgendwas Besonderes. Tropensetzlinge steht hier natürlich nicht drin. Das ist natürlich scheiße. Okay, das hier ist witzig. Das macht aber bei Tanne eher Sinn, oder? Ach so, ja. Der Tannenbaum ist ja Kiefer. Ich schon wieder. Ich bin einfach dumm. Ich bin einfach dumm. Ja, genau. Sieht ja. Ja. Okay, dann probieren wir mal das Ding mit dem Ackerboden. Warum hast du jetzt auf der Seite geöffnet, du Hurensohn? Geh mal dahin. Machen wir mal. Tun wir mal. Sagen wir mal. Ackerboden brauchen wir. Machen wir am besten richtig schmieke. Ja, richtig mit feuchten Ackerboden. Ja. Da kommt er sich hier vor wie im. Ah, natürlich nur einen Samen bekommen. Danke dafür. Du bist ein Hurensohn. Dich brauchen wir. Wir brauchen Eimer. Wir brauchen alles. Yay. So, du kommst dahin. Und jetzt wird es zerpflückt, bis der Arzt kommt. Schade, klappt nicht. So, wird jetzt feucht? Also ich bin schon ganz feucht, muss ich. Also. Ach Gott, wir haben halt einfach so viel Bodenmehl verschwendet. So, also das hier schon mal feucht. Drei Meter weggehen. Keine Chance. Und zu wenig Sonnenlicht kann auch nicht sein, weil die Sonne ist mitten im Himmel. Mitten, also heller geht es doch gar nicht. Okay, weißt du was? Hallo. Reicht das aus? Auch nicht. Keine Chance. Einfach, du hast einfach keine Chance. Wie haben wir das denn damals geschafft? Wir haben noch auf dem Main
Auf dem Vanilla-Server, da haben wir doch so einen Riesenbaum gebaut gehabt. Bin ich mir der Meinung tun sein. Oder nicht? Doch klar, da ist direkt vor meinem Hotel ist dieser Riesenbaum. Ich bin doch nicht dumm, bin ich doch. Und den haben wir doch selber gepflanzt, oder nicht? Da. Genau, das Ding da. Ja, ist ein Mammutbaum. Den haben wir doch selber gepflanzt gehabt. Wieso ist der gewachsen? Es ist 1:1 der gleiche Server. Ich meine, hier habe ich tatsächlich mit Licht gearbeitet, aber das war, soweit ich weiß, nur Deko. Das hatte keine Funktion. Oder hatte das eine Funktion? Habe ich irgendwas Besonderes gemacht? Ne, genau, viermal diese Dinger. Und dann ist hier drunter Holz. Also halt der Baumstamm. Ach, warte mal ganz kurz. Guck mal hier, denn hier ist eine Pflanze. Vielleicht braucht der Pflanzen in der Nähe. Kann das sein? Digga, dass das jetzt so eine Wissenschaft wird, hätte ich jetzt nicht vermutet. Also, nein. Oh, jetzt habe ich den gelöscht. Bin ich behindert? Ob ich behindert bin? Ne, warte mal. Hier, ich schau dich. Arschloch. So. Dann machen wir mal hier irgendwie. Also, wir machen mal doch Mese. Mese. 1, 3, 4. Danke, 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 danke. So, dann machen wir jetzt noch. Dann halt so. I don't get it. Digga, der Baum hat Meselampen, der Baum hat Blumen, der Baum hat ein eigenes Ackerfeld, der Baum hat Frischwasser. Dieser Sapling muss sich gerade fühlen wie ein König und er macht einfach nichts. Was soll ich denn vielleicht noch machen? Soll ich ihn jetzt hier vielleicht anbeten oder was? What the fuck? Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Tu mal hier weggehen, bitte. Schwöre nur eins. Ich springe da rum. Ich mache euch alle kalt. Ich mache hier gleich alles kalt. Ja, das hat ja noch nicht so sehr funktioniert. So, stelle ich mir zumindest die Kacke hier wieder her. Die habe ich ja nun umsonst produziert. Vielleicht können wir die später nochmal verbrauchen. Und das Ding hier, kann man das zurücksetzen? Nee, kann man auch nicht. Ach, weg damit. Kein Bock. So, das Zeug kommt auch weg. Haben wir noch irgendwas illegal erzeugt? Achso, ja, die Rose. Und alles andere haben wir legit. Genau. So. Aus der Traum von meinem Mammutbaum. Das ist natürlich ein bisschen deprimierend jetzt gerade. Da muss ich doch mal gucken. Aber ich glaube, ich habe das Ding nicht im Nee, das hatte ich ja selbst gebaut gehabt. Das habe ich nicht im Let's Play gemacht. Sonst könnte ich einfach meine alten Let's Play-Folgen durchgucken, ob ich da irgendwie finde. Aber das hatte ich offscreen gemacht gehabt. Aber ich habe halt keine Ahnung mehr wie. Da habe ich halt echt keinen Plan. So, die drei hier können auch wieder weg. Dankeschön. So, hier haben wir einmal Gras, einmal Reis.
Ja, das kriegen wir hier zwei Saplings. Ah, jetzt haben wir hier auch zwei. Sehr schön. Wird ja ganz langsam. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles richtiger Mist hier. Ah, ist das kacke. Nee, bin ich nicht mit einverstanden. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Bin ich nicht mit einverstanden. Achso, unsere Axt gibt's nicht mehr. Die ist mittlerweile aufgebraucht. Na gut, das Holz stelle ich jetzt nicht wieder her. Achso, nee, ich hab auch das hier Zeug wiederhergestellt. Von daher. Alles gut. Ja, weiß nicht. Bin ich gerade. Weil der große Baum, der wäre halt zum Abbauen easy gewesen. Ne? Dann pflanzen wir so ein Ding, warten bis er gewachsen ist, fangen wir ein bisschen Zeug drauf, dann setzen wir einmal kurz die Axt an, sagen abbauen und dann baut das ganze Ding mit einmal ab. Es wäre halt geil gewesen. Aber nein, natürlich nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier sage, er soll den Baum abbauen, er baut halt einfach gleich den gesamten Wald ab. Na? Denn habe ich quasi alleine mit einer einzigen Handlung den gesamten Urwald abgeholzt. Danke dafür. Einfach danke dafür. Ha? Einmal die Axt ein bisschen falsch ansetzen, Naturkatastrophe. Oh, ein Hase. Ein Hase. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was machst du denn da gerade mal? Bist auch schon ein bisschen auf Drogen, ne? Ach ja, stimmt ja, wenn man zu nah rangeht, dann läuft der weg oder so, ne? Ich versuche mal ein bisschen so aus der Ferne. Ah, siehst du, jetzt läuft er nicht mehr weg. Das Ding ist schüchtern. Ich werde das Viech so hart vergewaltigen. Was? Was? Nein, keine Angst. Keine Hasen. Ich bin nur auf Schulmädchen. Ich habe nichts gesagt. Gar nichts. Was? 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 Lass mir doch auch mal meine Hände heiß. Na, wo bist du denn hin? Achso, ich bin schon wieder zu nah dran. Kann das sein? Ich weiß halt nicht, wie nah ich rangehen darf. Ich fühle mich gerade richtig wie so ein Stalker. Oh, er darf uns nicht bemerken. Wo muss er denn? Hallo? Oh, da ist er. Rennt er gerade immer noch weg? Der rennt gerade in den Baum, kann das sein? Ist er dumm oder so? Egal. Wenn ich ihn nicht haben darf, kann ihn keiner haben. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Oh. Bisschen Server entlasten. Jede KI ist eine KI zu viel. Können wir endlich. Das wird nicht klappen. Können wir eigentlich mit Fleisch irgendwelche Gerichte machen? Oh, okay, das sieht erstaunlich eklig aus. Was ist das? Was ist das? Ich meine, ich weiß was. Da steht ja, was das ist, aber was ist das? Digga, jetzt weiß ich, warum es so viele Veganer auf der Erde gibt. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Au. Das sieht aus wie so ein Monster. Ey, jetzt fühle ich mich wirklich wie so ein Hentai. Da willst du einmal gucken, was mir hier so für Gerichte machen kann und einfach so Fleischblock. Ja, danke dafür. Das ist doch. Nee. Oh, kann man dich backen, braten, rösten, Zwiebeln. Kaninchenfell. Da habe ich dem Kanickel das Fell über die Ohren gezogen. Ja, lol, ey. Wir machen mal das hier rein, wir machen mal das hier rein. Haben wir noch irgendwas, was wir nur einmal haben? Oh, wir haben hier noch massig Fell. Das können wir eigentlich direkt wegschmeißen. Ich glaube, bei solchen Massen, dass wir daraus irgendwas Sinnvolles machen können, kriegen wir eh nie zusammen. Nein, da. So, einmal du rein. Schnauze. Nom 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 nom.
So, jetzt noch das Fell essen, am besten roh. Ne, springt er nicht drauf an. Was kann man denn aus Leder so machen? Daraus kann man zum Beispiel einen Rahmen, ein Schild. Ja, Rüstung müssten wir auch mal machen, ne? Aber okay, also außer Rüstung kann man daraus nichts machen. Das ist natürlich schade. Gut, dann weg damit. Aber wie gesagt, solche Mengen, dass wir daraus eine Rüstung zum Beispiel machen, werden wir nie ansammeln. Das schwöre ich. So, und ja, dann müssen wir tatsächlich wohl Dschungelholz abbauen, und zwar auf der guten alten Art und Weise. Da habe ich ja immer so überhaupt keinen Bock drauf. Da habe ich ja immer so richtig gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen, es sieht halt auch nicht so geil aus, ne? Das Haus sieht irgendwie aus wie... weiß ich nicht. Also geil ist anders. Gut, ich baue erstmal die beiden Bäume hier ab. Die stehen hier so extra. Ich hoffe mal... Ich werde halt hart den gesamten Wald abbauen. Ne, die Bäume sind nicht direkt miteinander verbunden, oder? Ach was. Achso, ich brauche erstmal eine Axt. Scheiße. Ach, so viele Blätter hier überall. Nice. Ja, ich weiß nicht. Es sieht nicht besser aus als dieser Fleischblock, ne? Es ist ungefähr so von der Ästhetik her auf dem gleichen Niveau. Rinder. Mach mal jetzt her. Oh, Lali Walti. Holy shit. So. Ja, da will ich mal sagen, YOLO. Easy. Dann bauen wir ab, was das Heu hält. Ich warte hier hinten so lange. Lalalala. Und sobald er hier anfängt, hier irgendwas abzubauen, muss ich dann halt Shift drücken, ne? Das geht halt nicht anders. Das geht halt nicht anders. Prost. Gott, wie das scheiße. Ich bleib bei Cola. Bier schmeckt kacke. Ja. Macht das schon was Verbotenes oder eher noch nicht so? Also es sieht erstaunlich gut aus. Denn das ist auch noch ein Baum, der jetzt so extra steht. Dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal die oder hier da hinten so eine Insel mal gucken. Weil eine Insel ist ja doch ein etwas begrenzter Rahmen. Ja, da kann man nicht gleich das Klima mit verändern. Guck mal, hier hinten stehen auch so ein paar Bäume extra. So einzelne. Vielleicht kann ich auch da ein paar Bäume abbauen. Digga, wenn ich da hinten was abbaue. Das ist einfach gleich die gesamte Erde weg. Wäre nicht so geil. So, sind die beiden Bäume hier? Ja, die beiden kann ich auch abbauen. Sehr geil. Sollte funktionieren. Weil wichtig ist halt, dass, ne, so wie hier, es muss halt immer eine Reihe sein, wo kein Holz ist. Ja. Habt ihr verstanden? Ich suche gerade nach einem anderen Beispiel, was nämlich nicht so ist. Hier zum Beispiel, ne? Hier ist zwar auch, da ist zwar Gras und da ist zwar Gras, aber dadurch, dass sich die beide über Eck berühren quasi, ne? Ich meine, gut, da ist tatsächlich ein Block dazwischen, aber da oben, da weiß ich ja nicht, ob da oben ist, ne? Sobald sie sich über die Kante miteinander berühren, ist halt auch vorbei, wird der Topf mit abgebaut. Und der baut dann den mit ab, der baut dann den mit ab, der baut dann den ab, und den, und den, und den, und den, und den, und den, da hinten alle Bäume ab. Und dann springt es rüber, wie so ein Coronavirus, nach da, da wird das alles abgebaut. Und dann kommt die Pest, baut da oben noch alles ab und dann ist perfekt. Ja. Genau so funktioniert das, meine Lieben. Einfach mal die Schnauze halten. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Aufsammelgeräusch mal irgendwie mal ein bisschen leiser bekomme. Wobei.
Das Wassergeräusch ist auch ganz schön laut. Ich glaube einfach, meine Kopfhörer sind zu laut eingestellt gerade. Irgendwie sowas kann auch sein. Also auf dem Barometer ist mindestens meine Stimme lauter als so das Wassergeräusch, ne? Also wenn ich jetzt hier so bei OBS mal gucke. So. Wo haben wir denn noch einzelstehende Bäume? Ich glaube, ich mache mal doch die hier weg. Finde ich geil. Ich sehe zwar gerade, dass es meine Axt wahrscheinlich nicht überleben wird. Mal wieder. Aber ist auch egal. Wow, 60 Bilder pro Sekunde. Yay! Woo, hardcore. Ach ja. Oh, Axt ist gleich tot. Und Feierabend. Gut, der wurde schon mal weg. Finde ich sehr gut. So, ich darf jetzt nicht runtertauchen. Das heißt, ich muss irgendwie rüberspringen. Aua. Was mir übrigens bei Mattis aufgefallen ist, wenn man hier so nah an der Oberfläche ist und nach vorne schwimmt, dann sinkt man gar nicht mehr ab. Ist das neu? Ist das so gewollt oder ist das ein Bug? Oh, das ist sogar Kakao. Nice, kriegen wir Kakao. Gut, es war ein grünes. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Eben, grünes ganz unreif. Das heißt, kriegen wir nur einen einzigen, wenn überhaupt. Ne, bei Gelb kriegen wir einen. Bei Grün kriegen wir gar keinen, kann das sein? Ne, doch, okay, wir haben einen bekommen. Habe ich gerade die Q-Taste gedrückt? Upsala. Hehe. Nö, aber er baut noch ab. Ich habe nämlich gerade aus Reflex die Q-Taste gedrückt. Aber er baut immer noch ab. Sehr schön. Oh, fährt halt ultra langsam. Dann lassen wir hier nochmal ein so ein Ding bauen. Da geht es gerade ein bisschen schneller. Gestorben. So. Ah, sie sieht doch schon, die ist halt schneller aus. Da oben ist auch nochmal Koks. Nein, Kohle. Hier. Kakao. Wir können mal gucken, da vorne war irgendwo eine Kakaobohne, ne? Gucken, wie weit die mittlerweile ist. Ist da hinten ein Kürbis? Da ist so ein gelber Punkt. Mann, ich will ein Fernglas haben. Wir brauchen ein scheiß Fernglas. Braucht man Mese, ne? Ja, braucht man Mese für. Gut, Mese ist aber Mese sag ich schon. Mann, Obsidian. Aber das ist ja gar nicht so schwer herzustellen. Obwohl doch, wir brauchen Lava. Und wir haben noch keine Lava gefunden. Scheiße. Nein! Nein! Los! Schneller! Yay! Easy! War doch gar nicht mal so schlecht. So, jetzt sollten wir genug
Dschungelholzhaar. Müsste hier aus sich normale Erde werden? Hier ist doch Wasser drüber. Na, ist auch egal. Es gibt nichts, was mich gerade weniger interessiert. So, hier wird mittlerweile auch wieder alles grün. Sehr schön. So. Unsere Eingangstür machen wir natürlich nach vorne. Das heißt... jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Scheiß die Wand an. Wir haben übrigens auch noch keine Fenster drin. Fällt mir gerade mal so ein. Unser Raum wird ganz, also unser Haus wird ganz schön dunkel sein. Ha! Scheiße. Lalalalala. Yay. So. Gut, dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier die Einteilung machen. Die Innentrennwände, wollen wir die aus Holz machen? Oder sagen wir da lieber... Ne, die machen wir auch aus Dings. Ich würde die Innenwände tatsächlich doch lieber eher aus Holz machen. Weil alles aus Baumblöcken, das dürfte... Da fehlt denn der Kontrast, wisst ihr? Machen wir mal ein bisschen Holz. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Deine Mutter! Machen wir ein bisschen abstrakte... Oh, ich habe gerade eine Blume... Ach, nee, egal. Machen wir ein bisschen abstrakte Kunst hier. Ah. Oh, das heißt, wenn man hier reinkommt, dann hat man erstmal nur so einen kleinen Gang hier und der führt dann hier lang und dann hat man hier so die Zimmer. Wisst ihr, wie ich meine? So. Die Frage ist, wie groß machen wir einen Raum? Ich würde mal sagen, nicht mehr als 5. Das ist denn zu breit, zu groß, zu fett. So. So ungefähr. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, dann haben wir hier so ein Zimmer. Na? Und dann haben wir hier... Nee, ein Zimmer würde ich nicht machen. Ich würde hier tatsächlich 2 Zimmer machen. Aber 2 Zimmer mit 3x3 ist... Aua, wir sterben schon wieder. Ich mache mal hier so die Wand. Oder nee. Machen wir mal anders. Wir machen mal hier die Wand. So. Aber ich wollte. Dankeschön. Ach, scheiß die Wand an. So. Ach, Kacke. Dahin. Ein paar Äpfel können nicht schaden. So. Okay. Kommt man hier so rein, hat dann hier so seinen Gang, hier hat man so ein großes Zimmer, weiß nicht, so Schlafzimmer und Wohnzimmer oder alles in einem. Hier hat man so ein kleines, so Küche oder ähnliches, dann macht dann hier auch noch eine, hier so ein bisschen Trenn. Ach, fick die Henne. So, hat man hier so kleine Küche, so, hat man hier so ein paar Schränke oder sowas, mal gucken. Und hier hat man nochmal einen etwas größeren Raum für... Ja, für was halt so anfällt, würde ich mal sagen. Dann können wir hier noch ein bisschen Akzente reinsetzen, indem ich hier noch so eine kleine Trennwand mache. So. Und dann müssen wir mal gucken. Gut, jetzt müssen wir aber erstmal was anderes machen, weil hier drinnen soll natürlich kein Gras sein. Das heißt, da würde ich tatsächlich zwar schon Gras machen, aber Dirt. Sowas hier zum Beispiel. Weil es auch scheiße aussieht. Vielleicht doch denn eher das. Nee, ich glaube, wir gehen doch eher hier mit. Wäre ich halt voll dafür.
Na. Da wäre ich so voll dafür. Okay, das heißt, wir klauen uns da hinten mal so ein Blatt. Ja, irgendwo so ein unschuldiges kleines Blatt. Dankeschön. So. Dann nehmen wir mal ganz kurz. Haben wir keine Erde hier? So, jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass das hier schon normale Erde geworden ist. Ist es aber noch nicht. Das ist natürlich dumm. Ah, scheiße. Nee, ich muss warten, bis die Dinger hier normale Erde werden. Weil ich hatte jetzt gehofft, dass das sich hier weiter ausbreitet. Aber wenn hier drunter noch eine normale Erde ist, also grün ist ja hier mit Gras, dann wird das hier grün und nicht das. Einfach, weil das Grüne wahrscheinlich schneller ist. Ich habe jetzt aber auch nicht den Bock hier, die gesamte Kacke hier auszuheben. Werden wir aber wohl nicht. Ah, guck mal, hier ist bereits geworden. Werden wir wohl nicht drum herum kommen. Also ich mache erstmal ganz kurz hier so Folgenende so. Gut. Na dann, würde ich mal sagen, ja, nächste Folge machen wir dann mal ein bisschen Erde ausheben und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ah ja.